Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Das Licht ist mal wieder mega scheiße, ich weiß, aber ich habe das schon erklärt, das liegt einfach daran, dass die Fenster hinten sind, das ist halt immer schlecht, die müssten halt vorne sein, wenn die Fenster genau hier wären, das wäre so geil. Ah, guck mal, wenn ich hier die, na, wo war's denn? Wenn ich hier die Lichtquelle wegmache, seht ihr dann direkt, wie viel geiler dieses Licht wird. Mann, 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 und normalerweise habe ich jetzt auch meine Lampe hier links hingestellt. Hier irgendwo. Aber die ist ganz, ganz brüchig geworden. Das heißt, wenn ich die bewege, habe ich immer Angst, dass sie kaputt geht und auseinanderfällt. Deswegen kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber ich habe auch eigentlich keine Lust, jetzt hier meine Hand die ganze Zeit hinzuhalten. Jetzt wird es wieder ein bisschen schlechter. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. Kann ich vielleicht irgendwie... Naja, ich könnte vielleicht die Webcam weiter nach... Na, ist egal. Es geht ja jetzt eigentlich sehr ein bisschen besser geworden. Also muss ich mir merken, immer hier das Licht erstmal abdecken. Dann wird's besser. Krass! Egal. Es soll ja im Fußball gehen. Ich habe es wirklich geschafft, zweimal in Folge zu vergessen aufzunehmen. Deswegen habe ich mir jetzt einen digitalen Notizzettel hier auf meinem Desktop gemacht, damit ich weiß, abends, bevor du ins Bett gehst, immer diesen scheiß Videoblog machen. Nicht scheiße, dann ist eigentlich geil, aber ne, vergesse ich halt immer. Deswegen machen wir jetzt mal ganz schnell hier die... Deswegen habe ich jetzt trotzdem tagsüber Videoblog gemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt wieder bis abends wartest, das dauert einfach zu lang, deswegen machen wir jetzt einfach Videoblog tagsüber, scheiß drauf. Das heißt, jetzt fängt auch bei mir gleich hier das 14 Uhr Spiel an. Das wäre dann Dänemark gegen Australien. So, jetzt müssen wir aber erstmal 6 Spiele ganz kurz durchgehen, ne? Die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolumbien, Japan, ging es damit los, oder... Was sogar Tunesien? Haben wir schon über Tunesien, England, Belgien, Panama geredet? Schweden, Südkorea? What? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ja, ich mache mit Kolumbien, Japan weiter. Also Kolumbien, Japan. Japan gewinnt 2-1. Wie geil ist das denn? Ich habe 2-1 getippt auf Japan. Natürlich war es total glücklich, dass Kolumbien oder der eine Spieler von Kolumbien diesen fetten Fehler macht und mit der Hand den Schuss hält. Ich weiß gar nicht, ob der, also es war, ich weiß gar nicht, muss ja hier stehen, wir warten, das war super zeitig am Anfang des Spiels. Na? Hallo? Okay, es dauert jetzt zu lang. Moment, da warst du gerade. In der dritten Minute, genau, in der dritten Minute, 3 Minuten gespielt und dann schon, ja, mit Rot, einmal weniger bei Kolumbien und ich weiß gar nicht, ob der Schuss von dem Japaner überhaupt aufs Tor gegangen wäre, den er da so blöd mit der Hand gehalten hat. Er ist halt so hochgesprungen und hat seinen Arm so hochgerissen. Es war ziemlich, ziemlich dumm auf jeden Fall. Und... Japan verwandelt dann auch den Elfmeter zum 1-0. Dann gleicht Kolumbien total glücklich aus mit einem Freistoß zum 1-1. Der Freistoß war halt also der Freistoß hätte nicht gegeben werden dürfen, weil es kein Foul war an dem Kolumbianer, sondern der Kolumbianer, das war glaube ich sogar Falcao, hat den Japaner gefoult. Aber naja, am Ende gewinnen sie halt 2-1, war genau mein Tipp, von daher freue ich mich natürlich 4 Punkte. Und wie gesagt, bin ich so ein heimlicher Japan-Fan. Deswegen, ich überlege gerade sogar, wenn Japan Weltmeister werden würde, was mit Sicherheit nicht passieren wird, wäre das wahrscheinlich sogar eine der Mannschaften, wo ich ein Trikot kaufe. Normalerweise habe ich mir nur gedacht, ich hole mir immer ein Deutschland-Trikot, wenn wir den Titel holen, was bis jetzt nur einmal gewesen ist, zumindest einmal, wo ich mitbekommen habe, aktiv, natürlich 1990 war ich auch schon auf der Welt, aber da war ich 3 oder so, von daher, ja, aber Japan mag ich halt schon sehr und ich denke, wenn Japan Weltmeister werden würde, dann würde ich mir auch ihnen zu Ehren so ein Japan-Trikot kaufen, ist glaube ich auch ziemlich billig im Vergleich zum Deutschland-Trikot, ich glaube 60 Euro oder so und ich glaube Deutschland-Trikot, das Ding hier hat mich glaube ich, weiß ich nicht, knapp 100 gekostet oder so. Polen, Senegal. Auch da hatte ich sie ja schon geahnt, dass Polen nicht wirklich geil was reißt. Ich hatte zwar nicht auf Senegal getippt, aber die gewinnen hier auch 2-1. Die haben auch ziemlich solide gespielt, ziemlich körperrobust. Und jemand hat es online geschrieben gehabt, wenn es so weitergeht wenn Senegal so weiter spielt, dann könnten sie hier ein kleiner Überraschungskandidat werden in der WM. Und wenn sie sich steigern, sehe ich das genauso. Also die könnten weit kommen, wenn sie, wie gesagt, wenn sie sich steigern können. Also ich gebe jetzt mal zwei Insider-Tipps raus. Ich sage Japan Viertelfinale und Senegal Halbfinale. Also ich denke, dass die mindestens bis dahin kommen, aber schauen wir mal.
Und bei Russland denke ich übrigens auch, dass die ins Halbfinale kommen. Ich weiß auch nicht, aber die haben jetzt schon wieder 3-1 gewonnen gegen Ägypten. Das heißt, ziemlich gute, also es ist sogar der beste Start eines Gastgeberlandes aller Zeiten. Ich glaube, die haben jetzt ein Torverhältnis von 8-1 und so gut ist da noch nie irgendein Gastgeber da. Von da schauen wir mal. Die haben natürlich schwache Gegner gehabt bei den ersten beiden Spielen, aber man darf halt nicht vergessen, die haben jetzt trotzdem zweimal gewonnen. Die haben ein super geiles Torverhältnis. Wie gesagt, bester Start aller Zeiten. Und sowas gibt natürlich Selbstvertrauen, sowas gibt Mut, sowas lässt die Angst vor starken Gegnern schwinden und beflügelt einen einfach extrem. Deswegen glaube ich, wenn sie jetzt das dritte Spiel nicht total auf die Mütze bekommen, dann werden die, also Bayern sind ja sowieso schon im Achtelfinale, aber dann werden sie wahrscheinlich, ja, noch bis ins Halbfinale weiterkommen. Also ich würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, aber im Halbfinale kommt dann irgendein Gegner, der sie platt macht. Deutschland vielleicht, ich weiß es nicht. Natürlich kann es auch sein, dass im Achtelfinale rausfliegen oder im Viertelfinale, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Russland. War natürlich auch wieder ein verdienter Sieg, 3-1 über Ägypten. Ägypten auch mit Musala total schwach und enttäuschend, sind jetzt auch raus. Portugal-Marokko, Portugal gewinnt 1-0 und Marokko war eigentlich schon die bessere Mannschaft teilweise, würde ich sagen. Also wirklich verdient war dieser Sieg von Portugal nicht. Die wären mindestens ein Unentschieden hätte hier drin sein müssen für Marokko und eventuell sogar ein Sieger, aber machen die Chancen nicht, sind es halt auch rausgeflogen, also ziemlich unglücklich auf jeden Fall, weil sie waren die bessere Mannschaft gegen Portugal und Portugal, dann macht natürlich wieder Ronaldo das Tor, mal gucken, ob er jetzt zum Torschützen König wird der WM, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, ich meine, er hat jetzt schon relativ viele Tore, Portugal ist auf jeden Fall im Achtelfinale, schauen wir mal. Uruguay gegen Saudi-Arabien 1-0, auch da muss man sagen, Saudi-Arabien am Anfang, glaube ich, super schlecht, haben dann aber vor allem, ja, ab der zweiten Hälfte, würde ich sagen, so ungefähr, plötzlich besser gespielt, hatten ihre Chancen und hätten auch fast den Ausgleich geschafft. Also es wäre irgendwie trotzdem nicht so richtig verdient gewesen, dieses 1-1, klar, sie hatten ihre Momente am Ende, aber Uruguay war halt vorher die ganze Zeit besser, wobei auch Uruguay wieder nicht überzeugt hat mit ihrem 1-0. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, die haben schon wieder angefangen nach dem Spiel oder auch in der Halbzeit, ist Uruguay noch ein Geheimfavorit oder sind die noch ein Anwärter auf den Titel, haben sie dann auch nach dem Spiel wieder gesagt, weil die sind ja jetzt im Achtelfinale, wenn ich nicht irre, Uruguay. Und da habe ich mich wieder an den Kopf gegriffen. Warum? Hä? Was ist denn los? Uruguay, seit wann denn? Seit wann denn? Die haben immer ein, zwei ganz gute Spieler, die haben aber auch immer super viele Positionen, die halt eher schwach besetzt sind. Es ist ein kleines Land und die haben auch nie eine wirklich geile, also nie eine geile Mannschaft. Wenn ich von Mannschaft oder Team rede, dann meine ich immer, wie die Spieler zusammenspielen und nicht, wie gut die einzelnen Spieler sind. Also die haben einfach auch kein gutes Mannschaftsgefüge normalerweise. Ich spekuliere da halt immer drauf, das hängt halt damit zusammen, dass solche Nationen wie Uruguay, Brasilien, Argentinien, da spielen halt die ganzen Spieler im Ausland. So gut wie niemand von den in der eigenen Liga. Das heißt, die spielen halt auch fast alle über die Saison nicht zusammen. Und in den starken Mannschaften, also in den, jetzt von der Welt betrachtet, in den starken Ländermannschaften, Deutschland, ist es auch egal, wie momentan das Ganze läuft. Ich rede jetzt insgesamt vom Paket, auch wenn jetzt von mir aus Deutschland leider, oh Gott, in der Vorrunde rausfliegen sollte, es ist ja erstmal insgesamt eine starke Nation. Ne? So, also Deutschland, Spanien, Frankreich, ja, Italien ist nicht dabei, aber kann man trotzdem dazu zählen. Italien und dann vielleicht im erweiterten Kreis zum Beispiel noch England. Ich traue mich eigentlich gar nicht, Belgien zu sagen, aber muss man ja eigentlich fast schon. Naja, also gerade bei, also fast einfach mal so zusammen, gerade bei den starken europäischen Top-Ländern ist es halt einfach so, die haben recht starke Ligen, Belgien mal ausgenommen, aber Belgien, da spielen halt irgendwie alle in England und dadurch, dass die recht starke Ligen haben oder zumindest oft zusammen in einer Liga spielen, spielen die halt relativ viel miteinander oder gegeneinander, die kennen sich also schon. Natürlich ist es nochmal was anderes, ob man im gleichen Verein spielt oder ob man in der gleichen Liga spielt, aber ich denke trotzdem, schon alleine das in der gleichen Liga spielen, das macht schon was aus. Und wie gesagt, Deutschland, Spanien, Italien und von mir aus noch England und Frankreich, die haben ja auch einfach viele Spieler, die in den gleichen Teams spielen. Gerade Deutschland hat man viele Bayern-Spieler, Spanien hat man viele Real Madrid und Barcelona-Spieler und so weiter und so fort. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied zu den
amerikanischen oder mittel- und südamerikanischen Mannschaften, dass die halt einfach schwache Ligen haben und dass halt ihre Spieler überall versprengt spielen und halt nicht wirklich viel miteinander und gegeneinander spielen und deswegen nicht so gut harmonieren können. Also Uruguay war noch nie für mich irgendwie ein Geheimfavorit oder ein Anwärter auf den Titel, nur weil die einen Suarez oder sowas im Team haben. Iran, Forlan war dieser eine Uruguay-Spieler, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Hatte ich irgendwann mal angesprochen. Iran gegen Spanien war das letzte Spiel gestern und das war ein... Oh verdammt, ich habe Kartoffeln aufgesetzt, also die kochen jetzt da noch nicht, also die ist noch nicht verkocht, aber ich stelle mir eigentlich immer einen Timer, damit ich weiß, wann die fertig sind, immer 33 Minuten, aber ich habe nicht hier, das ist im Wohnzimmer und ich habe mir jetzt auch noch nicht angemacht. Die machen einfach dieses Ding hier fertig und dann müssen die Kartoffeln ungefähr fertig sein. Ach so, stimmt, ich habe ja hier einen Timer bei 10 Minuten, also Öffnerzeit. Iran-Spanien, das ist natürlich ein interessantes Ergebnis, weil nur 0-1 und ich hab's vorher nicht euch gesagt, aber in einem Forum geschrieben, ich habe zwar auf ein 2-1 getippt, aber ich habe gesagt, mein Gefühl sagt mir, es wird ein merkwürdiger 2-1-Sieg für Spanien und die werden sich relativ schwer tun und genauso war es auch. Ich meine, Iran hat nicht wirklich große Chancen gehabt und Spanien hat natürlich verdient gewonnen, aber trotzdem, so wirklich überzeugt hat Spanien nicht, vor allem nachdem sie gegen Portugal so gut gespielt haben. Es ist doch überraschend. Iran hatte sogar einen Ausgleich gemacht, aber es war dann leider doch ein, Abseits-Tor. Schade, schade. Oder was? War das Saudi-Arabien? Nee, ich glaube, es war Iran. Von daher schade. Wenn Iran gewonnen hätte oder sowas, hätte Spanien ja sogar rausfliegen können. Das ist ja also oder schon relativ sicher. Wären die da schon raus gewesen? Weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Ja doch, Iran hat das erste Spiel gewonnen. Dann wäre Spanien schon fast sicher raus gewesen. Krass. So ist es aber leider nicht gewesen. Spanien gewinnt verdient und ja, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Was soll man noch sagen? Die Spiele heute, wie gesagt, das eigentliche Spiel hat schon angefangen. Verdammt nochmal. Ich muss ja mal nebenbei meinen CDF-Livestream anmachen. Ich mache aber den Sound aus. So. Es steht noch 0-0. Wer spielt denn jetzt eigentlich? Dänemark gegen Australien. Ah, Dänemark gegen Australien. Ja, also ich sehe beide Mannschaften nicht wirklich als sehr stark oder super interessant an, weil Dänemark in Australien halt. Von daher, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe, aber ich denke, Dänemark hat leichte Vorteile. Es ist aber auch wieder so ein Spiel, was typisch, also es wird auch gar nicht wieder ein langweiliges Spiel. Und ich könnte mir hier auf jeden Fall auch ein Unentschieden vorstellen. 0-0, 1-1, mehr Tore werden eh nicht fallen. Schauen wir mal. Vielleicht fällt ja eins in der Aufnahme. Frankreich gegen Peru ist dann irgendwie auch nicht so interessant, weil Peru einfach zu schwach sein wird gegen Frankreich. Aber auch da, Frankreich wird sich schwer tun. Frankreich wird nicht grandios gewinnen. Also auch da, glaube ich, wird wieder ein, zwei Tore Unterschied geben. 1-0, 2-1, was in die Richtung für Frankreich, denke ich. Dann kommt das interessante Spiel heute Abend. Da freue ich mich schon drauf, weil Argentinien gegen Kroatien, das verspricht erstmal von den Namen her, ein bisschen Qualität. Wenn Argentinien auf der absoluten Höhe wäre, wäre Kroatien natürlich kein Gegner. Aber dadurch, dass Argentinien nicht auf der absoluten Höhe ist und Kroatien ganz gut gespielt hat im letzten Spiel, ja, wird es, denke ich, ein spannendes Spiel. Und ich glaube, ich schaue noch extra nochmal nach, aber ich glaube, ich habe sogar auf Kroatien getippt. Na? Dänemark, Australien habe ich übrigens 2-1 getippt. Es haben fast alle auf Dänemark getippt. Es gibt nur einen Spieler, der hat 1-1 getippt, also meine Tipprunde. Was habe ich denn jetzt getippt? Argentinien, Kroatien. Ah, ich habe Argentinien, Kroatien, habe ich tatsächlich auf Kroatien getippt. Also 1-2, also 2-1-Sieg für Kroatien, weil Messi momentan relativ schwach ist, meiner Meinung nach. Kroatien gutes Spiel gemacht hat, Mandzukic heiß, Modric und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich sehe momentan Kroatien echt mit leichten Vorteilen. Ich sage, Kroatien gewinnt. Bin gespannt, ob das stimmt. Wäre cool. Gut, dann weiter. Ach nee, das war's ja schon. Das waren schon alle Spiele für heute. Ich habe mir einen Notizzettel geschrieben, dass ich heute Abend nach dem letzten Spiel, weil ich gehe dann immer nach dem 20 Uhr Spiel, gehe ich an meinen Rechner, mache noch irgendwelchen Scheiß und dann gehe ich halt pennen. Ne? Und die ersten Male hat es immer gut funktioniert. Ich bin an den Rechner, habe dran gedacht, okay, du musst deine Webcam anmachen, machst das Video. Ich hatte gerendert, es hat hochgeladen, während ich halt noch irgendwelchen Scheiß gemacht habe, dann habe ich es veröffentlicht und dann bin ich halt pennen. So, und gestern und vorgestern habe ich es einfach komplett vergessen, verdammt. Ich habe mir jetzt Notizzettel gemacht.
Und ich hoffe, dass ihr diesmal nicht vergesst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und ich muss hier das Licht wegmachen, damit mein Gesicht schön aussieht. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Paxis. Und Deutschland muss gewinnen am Samstag. Bitte gewinnt. Bitte gewinnt, ich will nicht ausscheiden. Ach, wie eklig wäre das, oder? Das erste Mal in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Und was dazu kommt, was da viel schlimmer ist, die WM wird dann einfach beschissen. Man hat einfach gar keinen richtigen Bock mehr, die WM anzugucken, wenn Deutschland draußen ist. Weil man will einfach keine Achtel- und Viertelfinale sehen, wenn man weiß, Deutschland ist raus. Wie gesagt, wenn sie im Halbfinale rausfliegen oder von mir aus auch im Viertelfinale, dann ist es egal. Wir fliegen. Ich meine, ich will nicht, dass sie rausfliegen im Viertel- oder im Halbfinale, aber gehen wir mal davon aus, sie fliegen im Viertelfinale raus. Dann hat man halt nur noch die Halbfinals und das Finale. Das ist halt interessant trotzdem. Man ärgert sich natürlich, dass Deutschland raus ist, aber man hat dann noch 3 Spiele, 2 schöne Halbfinale und ein Finalspiel und damit kommt man klar, ne? Damit kommt man klar, dass Deutschland raus ist. Man hat noch ein paar Spiele, die guckt man sich auch an, hat Bock drauf, ist so ein bisschen betrübt, aber egal, freut sich auf schöne Spiele. Aber gehen wir es mal vom Worst Case aus. Wir fliegen da Vorrunde raus. Da haben wir erstmal noch 1 Million Achtelfinale. Dann eine 500.000 Viertelfinale und dann kommt ihr erst Halbfinale und Finale. Also da hat man noch so viele Spiele vor sich und in jedem Spiel denkt man daran, fuck, Deutschland ist raus. Was soll die Scheiße? Man überlegt sich quasi schon, wen möchte man als Weltmeister haben, der am wenigsten schlimm ist. Und dann will man natürlich immer irgendeinen Außenseiter haben. Man will ja auch nicht, dass irgendeine andere Nation, die gut ist, noch einen Titel dazu bekommt und wegzieht. Brasilien wäre natürlich am schlimmsten, ja, schon so genug. Oh, Dänemark 1-0, gerade das 1-0 gemacht. Eieieiei. Ich habe auf Dänemark getippt, von daher ist okay. Muss ich doch mal kurz den Sound anmachen. Ich muss mal kurz die Wiederholung angucken. Genau, dann tippt man immer auf den Worst Case, dann setzt man immer auf den schlechtesten Gegner, weil man nicht will, dass irgendwie eine gute Mannschaft noch einen Titel holt und mit uns gleich zieht oder vorbeizieht oder wie auch immer. Und naja, von daher hoffe ich mal nicht, dass wir rausfliegen. Ich will noch kurz gucken, was hier wer das Tor gemacht hat. Eriksen, schönes Tor. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit dem Tor vom Eriksen. Bye, bye.